غرباء مسلم ها في ihr Muslime seid doch die hier die Rentner verhauen in Deutschland ha? Die Leute abziehen das sind doch die Muslime die wir kennen die die Frauen zum Kopftuch zwingen welche Frau hier wurde zum Kopftuch gezwungen Alhamdulillah Alhamdulillah denn diese armen Frauen diese Millionen von Frauen in Deutschland die zum Kopftuch gezwungen werden haben wie viele Frauen mit Kopftuch kennen Sie denn Frau Müller-Meyer-Schmitz hm? Wie viele kennen Sie denn? Wie viele persönliche Freundinnen haben Sie denn mit Kopftuch? Keine. Mit wie vielen haben Sie persönlich geredet, ob Sie zum Kopftuch gezwungen wurden? Keine. Aha. Woher haben Sie das denn, dass die Frauen alle zum Kopftuch gezwungen werden? Aus dem Fernsehen. Aha. Da kriegt man die richtigen Informationen über den Islam. Aber okay. Ja, man hat normalerweise zwei... Nee, Bruder, nicht. Bitte. Guck mal, Klatschen ist sowieso nicht so eine islamische Eigenschaft. Aber okay. Jedenfalls, ja, das sind diese Bilder. Wie Jesus Muslim, Islam, das ist doch eine Religion. Hier in Deutschland werden die Moscheen gebaut und dort drüben sind die ganzen Kirchen am Brennen. Wo? Wo ist die Kirche am Brennen? Ich habe vorgestern, vor drei Tagen oder so eine Mail bekommen. Ja, hier in Deutschland, hier, ihr seid die Flyer am Verteilen bei uns, bei euch in den Ländern sind die Kirche am Brennen. Wo? Hör mal, wenn ein Christ in einem arabischen Land ohne Fliege ins Essen getan wird, dann steht die Navy und die Marines und die ganze UNO schon da vor der Tür. Subhanallah. Hier. Beispiel, nicht, dass das jetzt jemand falsch versteht. Ich will nicht sagen, ja klar, geh auf die Christenlosen der arabischen Länder, weil die Leute versuchen immer, die Wörter umzudrehen. Aber du siehst doch, sobald irgendwas passiert, überall in den Medien, Tausende von Christen werden jedes Jahr in den arabischen Ländern abgeschlachtet. Wo sind die? Wo? Wenn einem was passiert, hier, wir haben es gehört, hier, in der Türkei, ja, wurde ein christlicher Missionar aus Deutschland umgebracht. Schon überall in der Zeitung. Dann müssen ja die anderen Tausenden von Fällen ja auch in der Zeitung stehen, oder? Totaler Spaß. Und außerdem hat die türkische Regierung das befohlen, dass der umgebracht wird, oder waren das Einzeltäter? Und sind die Leute, die das gemacht haben, jetzt im Gefängnis? Oder haben die einen Ehrenpreis bekommen? In Deutschland werden so viele Menschen von Rechtsradikalen. Ist das die deutsche Regierung? Ist das die Mehrheit der Bevölkerung? Nee. Subhanallah. Deutsche immer so kurz am Die Jugendlichen, die sind bestimmt so kriminell, ne? Weil die Muslime sind. Nee, die sind so kriminell, weil die gar nicht wissen, was Islam ist. Das ist das Problem. Die meisten Menschen wissen es nicht. Das ist der Grund. Ja, und Integration hier, die Menschen, ja, die können alle Deutsch so schlecht, so sind das nur die Muslime? Wer arbeitet hier in einem Callcenter? Arbeitet in einem Callcenter? Eine Frau, du arbeitest im Callcenter? Okay, du rufst bestimmt immer an, auch zu anderen Leuten, ja? Sind das nur die Muslime, die kein Deutsch können? Hier, ich habe eben mit einem gesprochen, der arbeitet im Callcenter. Da gibt es Russen, die können kein Deutsch, Griechen, die können schlecht Deutsch, Italiener, die können schlecht Deutsch. Ja, aber die Muslime, die schlecht Deutsch sprechen, die können bestimmt kein Deutsch wegen Islam. Die sind so, die Muslime. Deswegen sind die so, weil das ist so eine Religion, ne? Ja, so denken einige. Und Integration. Guck mal hier. Das ist nicht meine Worte, nicht, dass nachher die Türken beleidigt sind, wenn ich das jetzt sage. Und ich rede ja nicht für alle Deutschen. Ich rede jetzt für den, der in der Kneipe von meiner Mutter an der Theke sitzt und sagt, der ganze Muslime, der Goebbels, der müsste nochmal 3 Monate zurückkommen. Für die rede ich jetzt. Ja? Von denen es Zehntausende in Deutschland gibt. Zehntausende! Und was jetzt sogar noch angeheizt wird, dass eine Moschee schon gebrannt hat. Die Kirchen brennen nicht in islamischen Ländern. In Deutschland brennen die Moscheen, mashallah.
Warte mal die Zeit ab. Warte noch ein paar Jahre Hetzkampagne ab. Die Muslime wollen uns alle von innen fressen, kommen dies, das. Ja? Warte mal die Zeit ab. Ja? Ich rede für diese Leute jetzt. Er sagte uns zum Beispiel, ja, die Türken, die, einmal hat mich einer getroffen im Aldi, ja, hatte ich so schön voran, ne? Ja, sie wollen sich doch hier integrieren. Glaub mir, der weiß gar nicht, was Integration heißt. Integrieren! Vogel ist mein Name! Integrieren! Vogel! Jedenfalls! Ich muss das trinken. Das erzähle ich meiner Oma Else, dann bekommen sie aber Ärger. Jedenfalls Integration. Die Türken, die haben sich hier nicht integriert. Integration, meine Herrschaften, ist ein zweiseitiger Prozess. Integration ist ein Geben und Nehmen. Wem man kein Gefühl gibt, sich integriert, wem man nicht willkommen heißt. Ja, und willkommen heißt nicht hier, wir haben das im Gesetz stehen, hier, bei unserem Buch hier, Gleichberechtigung. Das ist etwas, was auch von den Herzen kommt. Ich will jetzt nicht nur die Deutschen kritisieren, ich kritisiere auch uns. Wir haben uns oft genug kritisiert. Wir machen große Fehler. Ich sage zu jedem Jugendlichen, der solche Sachen macht, Leute abzieht, scheiß so und so, sag ich. Ich benutze das Wort jetzt nur, um das nachzusagen, was diese Leute sagen. Brüder, das ist eine richtige, schlimme Sache. Und jeder soll sich hier benehmen und soll wissen, jedes Fehlverhalten von ihm geht auf den Islam zurück, subhanallah. Dass wir auch wach werden. Aber gehen wir zurück zur Integration. Zweiseitiger Prozess. Nicht nur etwas, was im Buch steht. Hier, hallo, bei uns haben wir Gleichberechtigung. Ist etwas, was vom Herzen kommt. Ja? Wenn der türkische Arbeiter in seinem Kraftwerk arbeitet und wer von seinem Chef werden 20 türkische Arbeiter, alle nur Ahmed genannt oder Mehmet, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass der sich nicht willkommen fühlt. Und komischerweise, wenn du viele Leute fragst, die genau diesen Punkt bringen, ich rede nicht über alle Deutschen, sondern viele, die genau sagen, die Türken, ja, und sagen wir, dann waren die in der Türkei im Urlaub, sagen die, ach, so nette Menschen, Gastfreundschaft, Essen. Aha. Wieso kommst du mit den Türken da zurecht, mit Türken hier nicht zurück? Woran liegt das? Mal drüber nachdenken, das sind dieselben Menschen, oder? Da können wir nur sagen, wenn du mit den Türken nicht zurechtkommst, die in Deutschland wohnen, dann ist das, was Deutschland aus den Türken gemacht hat. Chalas, wenn du damit nicht zurechtkommst. Ganz einfach. Das als Beispiel. Der Nächste sagt vielleicht, ja, aber bei euch im Islam, in Afghanistan, da dürfen die Frauen keine Lehrerin sein. Wir haben schon gesagt, wir reden über Islam, nicht über, was macht irgendjemand. Bei euch im Islam kann die Frau keine Lehrerin sein? Doch. Das ist, muss anders formulieren. Die islamische Frau, die Muslimin, kann in Deutschland keine Lehrerin sein, wenn sie Islam praktiziert. Ja, haben wir gesehen. Oder? Oder? Haben wir gesehen, oder? Mit Kopftuch kann sie nicht in die Schule gehen. Aber die Nonne kann ruhig. Ist kein Problem, die kann ruhig in den Schulen unterrichten. Gibt es in Deutschland eine islamische Schule? Hä? Komisch, warum gibt es in Holland islamische Schulen, in England islamische Schulen, in den USA islamische Schulen, in Kanada islamische Schulen, warum? Subhanallah, seltsam, ne? Oder? Aber vielleicht liegt das auch an uns, weil sich hier leider keiner Gedanken darüber gemacht hat, wie er das machen kann. Aber im Islam kann die Frau Lehrerin sein und wer sich ein bisschen mit der islamischen Geschichte auskennt, der wird wissen, dass Aisha, radiallahu anha, die Frau des Propheten, die geliebte Frau des Propheten, die den Propheten geliebt hat, die mit ihm bis zum Ende geblieben ist, die Religion nach dem Tod von ihm verteidigt hat, dass diese Frau 88 große Gelehrte des Islam ausgebildet hat. Und dass sie eine Spezialistin war in Mathematik zur damaligen Zeit und Medizin zur damaligen Zeit. Und wer sich ein bisschen auskennt, wird sehen, dass große Gelehrte wie Ibn Hajar al-Asqalani radiallahu anhu, rahimullah,
dass sie Frauen als Schluch hatten, dass damals viele Frauen gab in Hadith, die den Männern beigebracht haben. Natürlich nicht auf diese Art, ne? Klar, Cheka Cheka, sondern auf vernünftige Art und Weise. Aber subhanallah, das gibt es. Aber wo ist es verboten, dass die Frau Lehrerin ist? Bibel. 1. Timotheus 2, Vers 11 bis 13. Dort steht Neues Testament. Dort steht, die Frau soll in Stille sein. Das heißt, das Mund halten. Ne? Dass eine Frau lehrt, erlaube ich nicht. Und über einen Mann herrscht, erlaube ich auch nicht. Frau Merkel, Sie sind, Sie sind bei der CDU, Frau Merkel. Aber okay, kein Problem. Das nur dazu, weil wie gesagt, so viele Vorurteile und wenn man dann jemandem erzählt, hier bitteschön, wird zurückgeschossen, ja, der Islam, dann ist auf einmal der Knockout, ja, der Vogel, was der alles erzählt. Bitteschön, 1. Timotheus 2, Vers 11, 13, kann man nachlesen. Oh.